Bisschen knapp bei Kasse, PSN-Guthaben ist irgendwie nicht mehr da, man will irgendwas Geiles haben. Einfach auf ineva.com gehen, Leute. Ihr findet PlayStation-Guthaben für Deutschland für einen super Preis. Nutzt einfach den Code Chappy, ihr bekommt 3% auf eure Bestellung dazu, 1 Euro bei der ersten Anmeldung und spart euch den Arsch ab. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr seht es, ich bin wieder aktiv dabei und freue mich auch drüber, dass noch ganz, ganz viele Leute da sind, auch wenn sie mich vielleicht ein paar Wochen vermisst haben. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl in den letzten Tagen und Wochen, dass es einfach zu wenig Leute gibt, die so ein bisschen der Stachel im Arsch der Nation sind oder im Arsch der Gaming-Industrie. Da rede ich nicht davon, dass ich jetzt eine Reichweite von 5 Millionen Abonnenten habe und deshalb unglaublich viele Leute erreiche, aber auch mit 10, 11, 12.000 Abonnenten sind es genug, die man über Neuigkeiten aus der COD-Szene informieren kann, über coole Sachen, die kommen, über Probleme, die da sind, über Sachen, die so wie Skill-Based Matchmaking in Warzone so ein bisschen unter dem Radar fliegen, weil einfach die Leute, die verantwortlich sind, nichts damit zu tun haben wollen, beziehungsweise am liebsten wäre es ihnen bei solchen Sachen, wenn die Community das eben nicht erfährt. Und deshalb bin ich ganz froh, dass ich wieder da bin, weil ich endlich wieder die Chance habe, Dinge auch anzusprechen, die meiner Meinung nach einfach nicht passen. Und ein Kernthema, und das wird glaube ich nicht so ein langes Video heute, aber ein Kernthema in Modern Warfare war ja, dass Infinity Ward und Activision sehr, sehr deutlich nach der Beta gesagt haben, Pay-to-Win-Waffen, so wie in Black Ops 4 mit der VMP, als sie kam, oder in Black Ops 3 mit der XMC, oder in WW2 teilweise. Also Pay-to-Win-Waffen sind Waffen in einem COD, die man aus dem Schwarzmarkt kaufen kann, die man nicht einfach nur so erspielen kann, wo man vielleicht mit einer Kiste Glück braucht. Solche Sachen sollte es und soll es in Modern Warfare nicht geben, aus dem einfachen Grund, dass es unfair ist. Jemand, der 1000 Euro ausgibt, kriegt diese Waffe relativ wahrscheinlich und ist in dem Spiel, weil sie eine der besten Waffen ist, automatisch besser als jemand, der nicht Geld extra ausgibt, das Spiel trotzdem gekauft hat und eine normale Waffe spielen muss. Und ein Reddit-User, und das Video seht ihr auch so ein bisschen im Hintergrund, hat Just for Fun einfach mal einen Test gemacht mit der Blueprint-Version von der EBR. Und für die, die jetzt Modern Warfare nicht so viel spielen, nicht so viel gespielt haben oder es einfach so nicht wissen, die Blueprint-Varianten sind verschiedene Varianten, die man mit der Zeit freispielt. Manche Blueprint-Varianten dieser Waffen sind einfach nur im Battle Pass und man muss sie mit einer gewissen Stufe freischalten. Diese Varianten sehen anders aus als die Basiswaffe, haben aber im Prinzip die Standardaufsätze, das heißt, die haben nicht Aufsätze, die man bei der Standardvariante nicht drauf machen kann und dürfen eigentlich nicht dafür sorgen, dass die Waffe stärker, schwächer, sonst was ist. Sie kann größer aussehen, sie kann kleiner aussehen, das Visier kann sich mit der Blueprint ändern, das ist alles in Ordnung, das ist alles kosmetisch und optisch, aber rein von der Definition her dürfte keine dieser Waffen dafür sorgen, dass eine Blueprint-Variante stärker ist als die normale Variante, denn sie dürfte ja keine Aufsätze haben, die die Statistiken verändern. Also eine M4 Blueprint-Variante dürfte, wenn ich mir die M4 einzeln zusammenbaue, mit den 5 Aufsätzen, die auf der Blueprint sind, nicht stärker und nicht schwächer sein, weil es die gleichen Aufsätze sind, das ist die gleiche Waffe, das Aussehen ist nur ein bisschen anders und das Visier ist ein bisschen anders. Und dieser Reddit-User hat diesen Test mit der EBR 14 gemacht. Die gibt es im Battle Pass, wenn man sich den kauft, für 10 Euro oder 100 oder was ist das, 1000 CP Points. Die kann man da ab ungefähr Stufe 70 oder so freischalten. Und dann hat man diese Blueprint-EBR-Variante. Und der hat in Warzone, warum auch immer, spaßeshalber den Test gemacht, ob diese Blueprint-Varianten tatsächlich genau das versprechen, was sie sollen. Nämlich, sie sehen vielleicht cooler aus, die Visiere sind ein bisschen anders und die Leute haben irgendwie Interesse daran, einfach ein bisschen Geld dafür auszugeben, um es zu erspielen und es ist eine Belohnung. Aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und er hat in diesem Video, das habt ihr ja gesehen, festgestellt, mit der normalen EBR 14 könnt ihr keine One-Hits auf den Kopf machen. Ihr könnt jemanden in den Kopf schießen, aber mit voller Rüstung überlebt er das Ganze in Warzone. Und das Ganze hat er mit der Blueprint-Variante von der EB14 mit den gleichen Aufsätzen auch nochmal probiert und hat festgestellt, Moment mal, mit der Blueprint-Variante von der EBR14 habe ich die Möglichkeit, einen One-Shot zu machen. Das heißt, und in beiden Fällen war der Gegner mit 100 Leben und 3 Rüstungen voll, das heißt, es sind dann, ich glaube, 250 Leben insgesamt. Es gibt also eigentlich keinen Grund, warum er das mal überleben sollte und mal nicht. Wenn es aus kurzer Entfernung probiert, das heißt Reichweite war das gleiche, Rüstung war das gleiche, Waffenaufsätze waren das gleiche. Und solche Aufsätze wie Großkaliber, in Black Ops 3 gab es das zum Beispiel,
gibt es in diesem Spiel nicht. Der Großkaliber hat ja im Prinzip bei Headshots dafür gesorgt, dass man mehr Schaden gemacht hat. Diese Aufsätze gibt es hier nicht. Das heißt, es kann keinen Grund geben, warum eine Blueprint-Variante, die man ja nur aus dem Battle Pass bekommt und dafür Geld ausgeben muss, den kriegt man ja nicht geschenkt oder umsonst, warum die stärker sein sollte als die Basiswaffe. Der hat das jetzt mit anderen Blueprint-Varianten probiert und ist aktuell mit dem Reddit-Post dabei, ist unten verlinkt. Der hat 14.000 Upvotes, denn die Leute fühlen sich berechtigterweise verarscht. Es wurde ganz klar gesagt, Pay-to-Win gibt es nicht, haben wir nicht, alles kosmetisch, und plötzlich hat man die Waffen, die man nur kaufen kann oder nur, wenn man etwas gekauft hat, irgendwann im Battle Pass bekommt, sind ursprünglich oder plötzlich stärker als die normalen Waffen. Und dazu muss man sagen, dass es jetzt, bevor es einen Aufschrei darüber gibt, Infinity Ward hat es in den letzten Monaten mit jedem Update verkackt, ordentliche Patchnotes zu machen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das, was in den Patchnotes für die Updates drin steht, ist zu 99% falsch. Oftmals haben sie einfach irgendwas Widersprüchliches da reingeschrieben und in den Tests hat sich herausgestellt, das ist Unsinn, was die erzählen. Manchmal haben sie falsche Patchnotes geschrieben, manchmal haben sie geschrieben, dass der Waffenrecoil auf Waffe A und B sich verändert hat, ins Positive, also weniger Rückstoß. Das Ergebnis war, dass es der gleiche Rückstoß war oder es ja noch schlimmer geworden ist. All das ist getestet worden und diese Kommunikation von Infinity Ward, diese miserable Kommunikation, geht seit Monaten, seit Release. Das heißt, es gibt jetzt auch einige bei Reddit, die sagen, wir glauben nicht, dass Infinity Ward Activision hier mit Absicht Pay-to-Win-Waffen reingesetzt haben, aber wir haben schon die Vermutung, dass Infinity Ward gerade die für diese Updates und die Statistiken in diesem Game zuständig sind, unfähig sind bzw. überfordert und deshalb jetzt vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, dass einige Blueprint-Varianten-Waffen tatsächlich stärker sind, als sie eigentlich sollten. Ihr wisst, dass ich kein großer Fan von dem Multiplayer bin und die Idee hinter dem Spiel habe ich durchaus verstanden und ich respektiere es auch, dass man Fehler macht. Die mache ich genauso, die mache ich als YouTuber, als Mensch, als Arbeiter, als sonst was. Fehler macht man und eigentlich ist es immer die Herausforderung von allem, daran zu arbeiten, dass die sich nicht wiederholen. Was Infinity Ward aber macht, ist, und gerade sowas wie Patch Notes, einige von euch mögen jetzt vielleicht erstmal im ersten Entschluss denken, ja, so wichtig sind die nicht oder man kann es doch testen. Spieler, und gerade wenn es so viele Spieler sind, bei so einem AAA-Game, sollten nicht dafür verantwortlich sein, mit mathematischen Methoden und Berechnungen und Tests und Aufnahmen und Frame-Rechnen und, rauszufinden, was sich an dem Game geändert hat. Dafür sind diese Updates da und auch diese Patch-Notes, dass man sich die durchliest und sagt, Waffe ABC hat jetzt mehr Schaden, Waffe D hat mehr Rückstoß, Waffe E hat jetzt einen neuen Aufsatz. Ich kann mir das durchlesen und kann mich darauf einstellen. Ich teste das vielleicht noch im Praktischen, weil ich wissen will, wie viel Unterschied macht das, und dann ist das Thema durch. Es darf nicht sein, dass all diese Sachen, die von dem Entwicklerstudio, die dafür sehr, sehr viel Geld bekommen, ihr dürft ja nicht vergessen, dass die sehr, sehr viel Geld für diese Arbeit bekommen, und die Arbeit ist eben nicht an dem Tag erledigt in der heutigen Zeit, wo das Game dann in den Stores ist und im PlayStation Store man es runterlädt oder kauft, sondern die Arbeit ist im Prinzip an so einem Game nie erledigt. Irgendwann nach 2-3 Jahren, so wie in Black Ops 3, wird es keine Updates mehr geben, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Die Entwicklerstudios arbeiten ja schon längst an den neuen Projekten und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn man ein Spiel im Oktober released und seitdem 20 oder 30 Updates hatte und 20 oder 30 Patch Notes und die alle falsch waren, weil immer Fehler drin sind, mal was Gutes, mal was Schlechtes, mal stand da Nonsens drin, manchmal hat Infinity Ward so interne Diskussionen, die dann so ein bisschen rumgereicht wurden von Infinity Ward Mitarbeitern mit Notizen darauf, haben die dann plötzlich veröffentlicht, die für die Öffentlichkeit gar nicht da waren. Das macht einfach ein schlechtes Bild. Und wenn wir jetzt soweit sind, dass die Verantwortlichen für diese Statistiken von den Waffen, von dem Schaden, von der Reichweite, von, das sind ja alles Zahlen und Skripte, wenn die Verantwortlichen nicht mal mehr auf die Reihe kriegen, dass die Waffen ordentlich die Statistiken bekommen, die sie bekommen sollten, und wir plötzlich geheim oder ohne es zu merken, Waffen haben, die stärker sind und schwächer sind und im Prinzip sich noch voneinander unterscheiden, obwohl sie gleichen Waffen sind, dann ist das ein riesiges Problem, und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ganz froh, dass das auf Reddit jetzt einmal aufgedeckt wurde. Bevor jetzt Leute rumschreien, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass Infinity Ward hier mit Absicht heimlich Pay-to-Win-Waffen reinhaut. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn in der heutigen Zeit, wenn sowas rauskommt, wird es jeder mitbekommen.
jeder Hinterwäldler hat mittlerweile irgendein Internet-Handy, wo er YouTube gucken kann und wird von irgendeinem größeren YouTuber oder sonst wo was auf Reddit das lesen, auf Twitter, auf Instagram, in diesen ganzen Reports von Activision, er wird es mitbekommen. Das heißt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es komplett mit Absicht ist. Es wirft aber ein unglaublich schlechtes Licht auf Infinity Ward, wenn man daran denkt, dass sie nicht in der Lage sind, ihr Game ordentlich aufzubauen mit den Updates und mit allem, was dazugehört. Das war jetzt hoffentlich ein relativ kurzes Video heute. Ich wollte das unbedingt einmal ansprechen, weil mich das so ein bisschen nervt, dass das irgendwie gar nicht wirklich so ans Tageslicht kommt. Schaut euch den Reddit-Post einmal an, der ist ganz interessant. Video habt ihr ja gesehen, ist auch unten verlinkt. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen in Kenntnis gesetzt, dass da aktuell noch nicht wirklich alles so läuft, wie sich das einige erhoffen oder vorstellen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich bin good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it.